Herzlich willkommen hier im Haus der europäischen Geschichten zu unserer heutigen Veranstaltung mit den Augen eines DDR-Flüchtlings. Mein Name ist Pieter-Jan Verlangenhove und ich gehöre zum museumpädagogischen Team hier. Es ist mir eine Ehre, Herrn Hubert Holbein zu unserer heutigen Veranstaltung zu begrüßen dürfen. Ich danke Ihnen, Herr Holbein, dass Sie heute da sind. Und ich möchte mich auch bei Ihnen allen bedanken, ob Sie nun im Museum oder online dabei sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Dies ist die 6. Folge der hybriden Veranstaltungsreihe mit den Augen eines, Through the Lens of, in dem wir uns auf persönliche Geschichten konzentrieren. Herr Holbein ist heute hier, um seine Geschichte mit uns zu teilen und uns etwas mehr Kontext zu diesem Tauchanzug zu geben, das normalerweise in unseren Dauerausstellungen ausgestellt ist. Nach dem Vortrag werden wir eine 30-minütige Fragerunde veranstalten, in der sowohl unserem Publikum vor Ort als auch das Online-Publikum Herr Holbein Fragen stellen kann. Nochmals vielen Dank, Herr Holbein, dass Sie den weiten Weg auf München auf sich genommen haben und heute hier bei uns zu sein. Ich erteile Ihnen gerne das Wort. Vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ich möchte mich erstmal bei Herrn Pieter-Jan bedanken für die Einladung. Vor allen Dingen von dem Museum her, dass Sie die Gelegenheit wahrgenommen hat, auch Zeitzeugen nochmal zu Wort kommen zu lassen. Ich finde das sehr wichtig in unserer heutigen Zeit, denn ich bin ein Kriegskind, bin 1942 in Berlin geboren, im August, und bin dann auch bis zu meinem 20. Lebensjahr circa in Berlin geblieben. 1942 war Krieg und ich will es immer am Anfang auch sagen, dass von Deutschland aus ein Krieg ausgelöst wurde, der sehr viel Unheil und Leid mitgebracht hat. Dieses Leid bezieht sich auch noch bis auf die jetzige Zeit. 42 geboren, 47 zur Schule gekommen und bis 1963 dann in Berlin, in dem Fall in Ostberlin, geblieben. Nach dem Krieg, der sich 1945 endete, wurde Berlin eine Vier-Sektoren-Stadt. Was heißt es? Die Alliierten, Frankreich, England, Großbritannien und die Sowjetunion hatten beschlossen, Berlin zu teilen in Sektoren. Und Berlin selber lag im Territorium der, damals haben wir es gesagt, SBZ, sowjetische Besatzungszone, später dann die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, die erst aber 1949 gegründet wurde und auch die Bundesrepublik ist 1949 gegründet worden. Berlin selber war eben unter der Kontrolle der Alliierten und einerseits die Kontrolle über West-Berlin, die drei West-Alliierten und die Ost-Berlin unter dem sowjetischen die Sowjetunion. Nach dem Krieg hat sich ziemlich schnell eine Situation ergeben, weltpolitisch, die zu einer Konfrontation zwischen Ost und West. Ost ist die Sowjetunion und die Länder in den Osteuropa, die unter sowjetischer Kontrolle standen. West, das sind die westlichen Länder, Westeuropa, sind die Länder, die also zu der demokratischen Welt gehörten. Das wirkte sich natürlich auch auf die Bewohner in Berlin selber aus, also die Bewohner, wie ich es als Kind, als Junge dann erlebt habe. Wir hatten unterschiedliche Schulsysteme in Berlin. Ich gucke gerade, nein, das Bild ist nicht gerade da. Unterschiedliche Schulsysteme natürlich. Im Ost-Berlin lernten wir Russisch als Fremdsprache. In West-Berlin, je nachdem, welcher Sektor das war, im amerikanischen
Und im englischen Sektor haben die Kinder Englisch gelernt, im französischen Sektor haben die Kinder Französisch gelernt. So war insgesamt mal die Konstellation. In den drei Westsektoren konnte man ziemlich unbehelligt von einem Sektor in den anderen kommen, aber der Weg von Ost nach West war schon immer unter besonderer Kontrolle. Die S-Bahn, also die Schnellbahn oder die U-Bahn oder auch ganz am Anfang noch die Straßenbahn, fuhren von Ost nach West und umgekehrt. Es gab kein Problem für das Publikum, außer dass es die Möglichkeit bestand, dass man immer gewährleisten musste, dass man kontrolliert wurde. Das heißt, man kontrollierte die Personen, die von West nach Osten gingen oder auch die Personen, die von Ost nach West gingen. Hier haben wir noch mal ein Bild über Berlin und dieser grüne Sektor, das ist Ost-Berlin. Und diese Sektoren, das sind die West-Sektoren, amerikanische Sektor, britische Sektor und der französische Sektor. Jeder hatte Wert gelegt auf seinen eigenen Flugplatz, jeder hatte Wert gelegt auf seine eigenen Polizei, Justiz, alles war separiert und es war für den einzelnen Bewohner manchmal nicht so ganz einfach. Für uns Kinder war das insofern ganz witzig und lustig. Wir konnten überall hin und nach 1948, da gab es die Währungsreform, in Ostberlin wurde eine D-Mark Ost eingeführt und im Westen, auch in der Bundesrepublik, die D-Mark West. War das richtig? Ja, okay. West-Berlin gehörte politisch gesehen nie zur Bundesrepublik. Das sollte man sich ruhig nochmal vergegenwärtigen. Das war ein die Alliierten hat die Kontrolle und auch die Verfügungsgewalt. Also die Gesetze, die manchmal in Westdeutschland beschlossen wurden, die wurden zwar von der Administration in West-Berlin von den Berlinern übernommen, so auch von Ost-Berlin die Gesetze, die dort übernommen worden sind von der DDR. Ich will das nur noch mal so kurz erläutern. So, in diesem Spannungsfeld sind wir groß geworden und als Kinder hatten wir, oder als Jugendliche bis 1960, 61, in der linken Tasche das Westgeld und in der rechten Tasche das Ostgeld. Je nachdem, in welchem Stadtteil wir uns bewegten, haben wir mit diesem oder jenem Geld dann bezahlt. Wobei noch die Schwierigkeit bestand, dass durch die Wirtschaftskraft, die im Westen sehr schnell sich etablieren konnte und damit auch ein Gefälle wirtschaftlicher Art zwischen Ost und West stand, hat man hier sehr schnell gespürt. Und wenn man in Westen einkaufen ging und hatte nur Ostgeld, dann musste man 5 D-Mark Ost in circa in eine D-Mark West umtauschen. Damit wurde auch dokumentiert, wie die Kaufkraft vor sich ging. So, das war also die Situation, die man bis in den 60er Jahren noch in Berlin vorfand. In diesem Spannungsfeld sind wir Kinder nun also groß geworden und haben diese Situation dort auch durchlebt. Meine Situation war die, dass ich nur 2 Kilometer bis zur Sektorengrenze nach West-Berlin hatte. Das heißt also, ich konnte jederzeit mit dem Fahrrad rasch mir mal eine Broschüre oder eine Zeitung oder für die Mutter ein paar Nylonstrümpfe besorgen oder Kaffee einkaufen. Kaffee gab es ganz schwer im Osten nur. So, das war also diese Situation. In der Schule ist natürlich jeweils, in welchem Sektor sie lag, das System so sich bemerkbar gemacht hat, dass die Lehrer und auch das Schulsystem selber darauf Wert legte, diese Ideologie, die dort nun repräsentiert wird, dem entspricht, weil es diese politische Situation war. Das heißt, im Osten war die Sowjetunion die vorherrschende Macht und damit also auch das Gesellschaftssystem sozialistisch-kommunistisch geprägt. Eine Planwirtschaft, das heißt, die Wirtschaft war
zentral gesteuert und im Westen eben die demokratischen Verhältnisse. Man konnte auch sich selber besser artikulieren, ohne dass man Angst haben musste. Wir als Schüler im Osten waren so getriggert, möchte ich sagen, dass wir uns immer konform verhalten hatten. Denn es bestand immer die Möglichkeit, dass man angeschwärzt wurde. Das heißt, man musste dann zur Schulleitung. Und was hast du wieder gesagt? Es ist mir manchmal passiert, weil ich Westklamotten anhatte. Und das war natürlich gleich sichtbar. Jeans durfte man nicht tragen im Osten, die dann sehr populär waren. Oder Lederjacken. Das war der schlimme Westen, der Einfluss nahm auf die östlichen Kinder oder Jugendlichen. Jetzt mache ich einen Sprung. Insofern ein Sprung, weil 1961 war die Situation so eskaliert, dass sehr viele Bürger aus der sowjetischen Besatzungszone, sprich von Rostock, Leipzig, Dresden, sehr unzufrieden waren mit der Situation in diesem System und versuchten zu flüchten. Der wichtigste Fluchtweg bestand darin, dass ich als Bürger aus Leipzig dann nach Ost-Berlin gefahren bin. Halt, hier ist irgendwo eine Resonanz. Irgendein Lautsprecher? Okay, also dass die Bürger aus der Provinz, aus dem Land in Ostdeutschland nach Ost-Berlin gefahren mit dem Zug, ganz normal. Und dann sind sie in die S-Bahn oder U-Bahn gestiegen und konnten dann gleich nach dem Westen, ohne dass da große Kontrollen stattfanden. Es fanden Kontrollen statt, die war auch teilweise unangenehm, vor allen Dingen dann, wenn man mit Köfferchen kam. Und jeder hat dieser Person schon angesehen, dass sie vielleicht fliehen will, dann wurden sie auch in der S-Bahn etc. kontrolliert. Also es war nicht ganz ungefährlich. Diese Situation hatte sich so eskaliert, dass 1961 der ostdeutsche Staat, sprich die DDR und Ost-Berlin, so viele Menschen verloren haben, dass sie sagten, wir können eigentlich gar nicht mehr weiter existieren, wenn wir diesen Strom von Flüchtlingen nicht stoppen können. Sie konnten es nicht aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Berlin war ein Schaufenster, West-Berlin war ein Schaufenster des westlichen Systems, sprich der Demokratie, nicht der Planwirtschaft. Und das war so sich dokumentiert, dass eben das so verlockend war für jeden Bürger. Ach, das möchte ich aber auch gerne. Ich würde auch gerne eine Lederjacke haben. Ich würde gerne ein paar schicke Schuhe haben oder die Frauen die Nylonstrümpfe oder Perlonstrümpfe etc. Und das war einfach zu verlockend und der Osten hatte das nicht gestanden, diese Diskrepanzen auszugleichen, sodass die Menschen immer das Gefühl hatten, sie leben eigentlich ja, hinterm Mond. So war es teilweise auch. Ost-Berlin war noch prädestiniert, weil dieses Schaufenster, die Konfrontation zwischen Ost und West ja allgegenwärtig war. Es gab auch ab und zu mal Südfrüchte, sprich Bananen, Apfelsinen. Im Westen war das ganz und gäbe, also konnte ich jeden Tag das kaufen. Das war im Osten nicht so. Kaffee zum Beispiel war ein Mangelprodukt. Das wurde also mit dem Bau der Mauer 1961 unterbunden. Diese Mauer, die sich am 13. August etablierte, habe ich in der Form erlebt, dass ich am 12. August, das war noch ein Samstag, in West-Berlin war und bin mit meinem Freund nach 24 Uhr, nach Mitternacht nach Hause gefahren und wir haben nichts gemerkt, dass jetzt auf einmal die Grenze dicht gemacht wird, die Grenze sich wirklich durch Stacheldraht manifestiert wurde. Erst am Morgen des Sonntags, dem 13. August, habe ich dann gespürt, oh, hier ist was los, der Rundfunk meldet, Berlin ist abgesperrt, West-Berlin ist mit einer Grenze umgeben, also
auch kein Bild da. West-Berlin ist mit einer Grenze umgeben worden, Stacheldraht wurden gezogen, man konnte nicht mehr nach Ost und West hin und her fahren, hin und her gehen. Das war für viele Menschen dramatisch, denn man kann sich, musste sich auch so vorstellen, dass es viele Westbürger, West-Berliner sogar im Osten arbeiteten. Umgekehrt gab es auch die Situation, dass viele Ost-Berliner im Westen arbeiten. Die konnten jetzt nicht mehr zu ihren Arbeitsstellen, konnten auch teilweise nicht mehr ihre Familien wiedersehen, denn die Großmutter war im Osten, die Kinder waren im Westen. Das war also transparent bis 1961. Und auch viele Studenten, die im Osten lebten, waren eingeschrieben in der FU, also in der Freien Universität oder in anderen universitären Einrichtungen in West-Berlin, die waren abgeschnitten. Es war wirklich so, dass dann keiner mehr hin und her konnte. Und bei mir entstand jetzt die Situation, dass ich auch insgesamt gesehen als 19-, 20-Jähriger sagte, also unter diesem System, so wie ich es kennengelernt habe im Osten, möchte ich nicht leben. Und jetzt wird es auch noch so stark reglementiert, dass man nicht mehr innerhalb von Berlin von einem Sektor in den anderen reisen oder fahren konnte. Und da entstand bei mir der Wunsch und das Verlangen danach, nach West-Berlin zu kommen. Und das habe ich auch in der Familie diskutiert. Und die Familie wollte das auch. Aber es gab schon Mitte August, also 3-4 Wochen später nach dem Bau der Mauer, schon die ersten Toten an der Grenze und auch unter den Flüchtlingen. Das heißt also, es war eine ernste Situation entstanden, die jedem auch bewusst war. Und auch meiner Familie oder ob bei mir dann sich auch so auswirkte, dass ich sagte, jetzt will ich aber wirklich raus. Ich möchte nach Brüssel reisen können. Ich möchte nach Paris reisen können. Alles das war nicht mehr möglich. Und das habe ich dann jetzt so gesagt, also wenn die Grenzen jetzt so dicht sind, dann muss ich einen Weg finden, wie ich nach dem Westen komme. Und ich war mit ein paar Sportfreunden zusammen. Wir waren damals schon Taucher, also Taucher unter Wasser haben wir uns sehr stark bewegt. Und da sagten wir, das ist eine Möglichkeit, die Ost-Berlin, Ostdeutschland zu verlassen, um nach dem Westen zu kommen. Jetzt ist gerade wieder kein Bild da, was ich zeigen möchte. Aber gut, zeige ich nachher nochmal. Es gab also sehr viele Grenzgewässer, die waren schwer kontrollierbar. Es gab Schiffsverkehr von West-Berlin nach Westdeutschland, um West-Berlin und so weiter zu versorgen. Ja, hier sehen wir jetzt aber nicht Berlin und nicht Deutschland, sondern schon Detailkarten. Das ist als hier, das gehört zu West-Berlin und die rote Linie, die hier markiert ist, das ist die Grenze und das ist die große Stadt Potsdam. Potsdam kennt vielleicht jener aus der Geschichte, dort ist das Potsdamer Abkommen 1945 geschlossen worden und zwar hier im Sizilienhof, das war also die Stätte, da haben sich die Stalin, Churchill und die westlichen anderen Führer getroffen und haben das Potsdamer Abkommen geschlossen. Diese rote Linie ist dann wirklich die Grenze, die sehr stark bewacht worden ist vom Osten. Das hier ist Westen. Die Glienicker Brücke war aus Sicht der Ostdeutschen die Brücke der Einheit. Und das war auch eine Brücke, die sehr stark benutzt wurde von den Alliierten und zwar zum Spionenaustausch. Also Ostspione, die in Russland gefasst worden sind oder der amerikanische Flieger Powers, der über die UdSSR abgeschossen worden ist, der wurde ausgetauscht auf dieser Glienicker Brücke. Das war für uns jetzt, wenn ich sage für uns, wir waren zu viert am Anfang, die Situation, dass ich sagte, Potsdam hat ein großes Grenzgewässer, schwer kontrollierbar, wir sind gut im Schwimmen, wir sind gut im Tauchen, wir werden es dort schaffen. Schaffen heißt hier,
von Ost nach West zu gelangen. Dazu bräuchten wir natürlich gewisse Voraussetzungen. Die Voraussetzungen hier in Berlin, das war hier also Potsdam, hier außenrum. Das ist West-Berlin, das ist insgesamt Berlin. Und das ringsrum war jetzt die Mauer und dann auch noch durch Berlin selber. Dieses Grenzgewässer haben wir jetzt benutzt, um dort zu flüchten. Hier sehen wir ein Bild von mir mit dem Tauchanzug, der hier ausgestellt ist. Das ist überhaupt der Grund, weshalb ich hier bin. Dieser Tauchanzug, der ist eine permanente Ausstellung hier im Museum. Das ist ein Neoprenanzug. Neopren ist ein Stoff, ein gummiartiges Material, was es im Osten gar nicht gab. Musste speziell so sein, dass es nicht sich mit Wasser vollsaugt, aber isoliert. Wir hatten teilweise diese Anzüge über Wege von West-Berlin nach Ost-Berlin bekommen, durch Besucher. Dazu muss man sagen, es gab gleich nach dem Bau der Mauer nicht die Möglichkeit, dass die West-Berliner nach Osten können und auch die Ostler nicht nach Westen. Es gab aber die Möglichkeit, dass Dänen, Schweden und Westdeutsche mit ihrem Pass von West-Berlin nach Ost-Berlin reisen konnten. Haben wir nachher genutzt, erkläre ich nachher noch genauer. So, also, wir hatten Tauchanzüge, haben damit trainiert, auch in Seen um Berlin herum, auch im Winter bei 10 Grad Kälte und haben uns auch Eislöcher gehackt und sind unter Eis getaucht. Mit den primitiven Mitteln würde ich heute nicht mehr machen. Dann bin ich also am 21. November 1963 habe ich den Fluchtversuch gewagt von Potsdam. Hier sieht man noch, wie wir die Kameraden der Schlittschuh liefen und wir haben ein Loch im Eis gehackt und sind dann im Eisloch rein und sind dann von Loch zu Loch getaucht, ohne Sicherung. Haben wir gemacht. Ja, gut. Ich habe es dann also am 21. November versucht, von dem Sizilienhof, was ich kurz schon erläutert habe, über den Jungfernsee nach West-Berlin. Und kurze Zeit nach dem Start, als ich dann ins Wasser glitt, mein Freund hat mich hingebracht, ich habe den Anzug im Park angezogen, meine Klamotten, meine Hosen, Jacke etc. hat mein Freund mitgenommen, sodass wir keine Sachen dort liegen gelassen haben, sodass man nicht wusste, was da passiert ist. Man hat meine Flucht auch nicht entdeckt und auch nicht vom Osten, obwohl es eine Situation gab, dass ich dachte, jetzt haben sie mich mitten auf dem See, also das war eine Distanz von ungefähr 1,5 Kilometer. Mitten auf dem See wurde es auf einmal hell über meinem Kopf und da dachte ich, oh, jetzt haben sie dich im Visier. Aber ich war gut trainiert, ich konnte 2-3 Minuten unter Wasser meine Luft anhalten. Ich hatte genügend Blei um, dieses Blei haben wir uns selber angefertigt. Bin ich dann ein bisschen runter, habe nur kurz ausgeatmet und dann bin ich gleich runtergegangen, sodass man mich nicht sehen konnte. Auch die Schwimmtechnik oder Flossentechnik haben wir darauf abgestimmt, dass man möglichst keine Strömung erzeugt, keine Wellen erzeugt. Wichtig war es auch noch, es sollte kalt sein, dass man nicht vermutete, dass da jemand so eine lange Strecke schwimmend bewerkstelligen will. Es sollte kalt sein, es sollte windig sein, es sollte dunkel sein. Also alles Faktoren, damit man mich möglichst nichts sieht. Ich habe es dann auch geschafft und als ich dann in West-Berlin ankam, merkte ich nur, weil ich am Ufer kam, jetzt zitterten die Knie. Das war nicht die Kälte, nein, das war die Anspannung. Das war die Anspannung, die man jetzt dann spürte, dass man sagte, so, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich in West-Berlin. Und ich bin dann am Ufer zur Kliniker Brücke gelaufen, das ja West und die Grenze dann darstellte. Und dort hat mich dann die Polizei
versorgt, sprich eine Decke umbekommen, heißen Tee bekommen, Krankenwagen kam an, man hat mich ins Krankenhaus gebracht, Verdacht auf Unterkühlung, sprich, dass ich stark unter der Kälte gelitten habe. Ich war topfit und habe nur mit dem Arzt, der mich untersucht hat, gesagt, brauchen Sie nicht weiter untersuchen, ich bin gut drauf. So war es auch. Dieses gut drauf, möchte ich jetzt mal interpretieren, war auch mit ausschlaggebend, dass ich mich in West-Berlin dann kurze Zeit, nachdem ich angekommen war, mich mit meinen alten Kameraden, mit denen ich vorher im Osten trainiert hatte, die ja schon im Westen waren, getroffen habe und wir sagten, so, jetzt sind wir in Sicherheit, wir sind im Westen, aber meine Freunde, meine Mutter, meine Vater, meine anderen Anverwandten, die sind auch noch alle drüben, also was tun wir? Was tun wir? Übrigens hier wieder so ein Bild, wie wir auf dem Eis liegen, durch den Eis durchschauen, oben Schlittschuh gelaufen, unten waren wir dann da drunter, haben dann durchgekriegt. Alles ohne Tauchgeräte, alles nur durch Luft anhalten. Ja, das war also die Situation, wie ich dann in West-Berlin ankam und habe dann mit den Freunden zusammen und anderen Kameraden, anderen Studenten, Fluchthilfe geleistet in der Form, dass wir sagten, wir wollen also unsere persönlichen Anverwandten rüberholen und haben dann angefangen, Tunnel zu bauen. Tunnel zu bauen heißt in dem Falle von uns aus gesehen von West-Berlin nach Ost-Berlin. Es war schon längst die Grenze da, das war 1963, also 2 Jahre, da stand auch schon die Mauer. Es gab also sehr starke Grenzbefestigungen und kaum eine Möglichkeit, von Ost nach West zu kommen, außer man geht so ein Risiko ein, wie ich es eingegangen bin, durch Tauchen. Andere, durch gefälschte Pässe war es an den ersten Monaten noch möglich. Dann gab es Fluchtversuche mit Flugzeug, es gab spektakuläre Fluchten mit einem Heißluftballon. Wir haben den Weg des Tunnelbauens gewählt und hier sehen wir dann also, einmal ist dann später nach den Bildern, das bin ich da, wie ich gerade aus dem Schacht, aus dem Tunnelschacht rauskomme. Wir haben eine Stelle gefunden, dass wir eine stillgelegte Bäckerei in West-Berlin gefunden haben. Man sieht hier noch die Backstube und diese stillgelegte Bäckerei, von der aus haben wir dort einen senkrechten Schacht von ca. 10, 11 Meter geraben und konnten dann erst von diesem senkrechten Schacht, hier sieht man diesen senkrechten Schacht, wie wir dann darunter mit einem Flaschenzug gelassen wurden. Von dort aus haben wir den Tunnel vorgegraben und zwar in dieser Größenordnung vielleicht von diesem Tischdurchmesser hier. Das war also, und das aber 145 Meter lang. Da haben wir, und das war Material, das mussten wir mühselig abbauen, das war Mergel auf Deutsch, weiß nicht, wie das heißt, es war steinhart, es war kein Sand, es war steinhart und war schwierig. Man hat dort gearbeitet da drin und hat dann mit Schäufelchen das über den Rücken in eine Kiste, die Kiste stand auf dem Wagen und wurde dann durch den Tunnel gezogen. Das sieht man irgendwo hier, sieht man, okay. Und dort haben wir also das Material gelassen, in der Bäckerei, das habt ihr gerade kurz gesehen, hier sieht man dieses Abraum. Wir hatten in dieser Bäckerei, in diesen Backstuben, nur Wasser und elektrisch, kein Abwasser weiter. Also unsere Notdurft, also mal auf Toilette gehen, ging nicht, das haben wir dann hier im Sand gemacht. Denn wir waren teilweise bis zu 3 Wochen in diesem Keller. Wir haben uns dort kaserniert, weil es sollte kein Publikumsverkehr, sprich die jungen Burschen, die da in West-Berlin dicht an der Grenze da aus dem Haus rein und rausgehen, wäre auffällig gewesen. Also haben wir uns da drin kaserniert, weil wir waren bis zu 3 Wochen in diesem Keller, haben dort unten gelebt, haben kein Licht gesehen,
zu essen hat uns der Bäcker, der alte Bäckermeister gebracht oder eine Freundin, die ist immer wieder mal mit dem Kinderwagen dort in die Backstube gekommen und hat im Kinderwagen uns Wurst und Fertiggerichte, von denen wir dann dort gelebt haben. So, jetzt ganz Schluss noch. Wir haben durch diesen Tunnel am ersten Tag 28 Leute, am zweiten Tag, das ging so gut, haben wir 29 Leute durchbekommen. Und dann war das Problem da. Das Problem bestand darin, dass man uns entdeckt hat. Zwei Geheimdienstleute haben uns gefunden und wollten uns festnehmen. Und wir haben uns dabei noch befreien können und sind dann ins Loch vom Tunnel im Osten und haben dann den Rückzug angetreten, wobei es noch zu einer Schießerei kam. Einer von uns hat noch geschossen, hat auch einen Grenzsoldaten verletzt, aber die Schießerei hat dazu bewirkt, dass dieser Grenzsoldat durch seine eigenen Kameraden aus Versehen erschossen wurde. So, ich glaube, es gibt viele Fragen von vielen Themen, aber unsere Zeit ist soweit abgelaufen, dass wir dann zum Fragenkomplex kommen können. Abgelaufen. Vielen Dank, Herr Hollmann. Wir würden gerne mit den Fragenrunden beginnen. Hat jemand aus dem Publikum eine Frage für Herrn Hollmann? Jemand? Okay, vielen Dank. Das war sehr interessant. Und meine Frage ist, hatten Sie überhaupt eine Ahnung, dass die DDR verschwinden würde? Nein, das konnte sich keiner im Osten zu dieser Zeit vorstellen, dass mal so dieser Ostblock, diese Sowjetunion in dieser Repräsentation des Machtapparats, konnte sich das keiner vorstellen, dass mal die DDR nur 20, 30 Jahre. Mein Vater hatte immer gesagt, so wie hier in der DDR, in Ostdeutschland, gewirtschaftet wurde, da kann der Staat nicht länger existieren. Das war sein Hauptgrund, weshalb er sein Geschäft, was er aufgebaut hatte mit Lastwagen und Kolonialwarengeschäft, nicht aufgeben wollte. Er sagt, das kann nicht lange dauern, das muss irgendwann mal zusammenbrechen. Aber wir als Jüngling, wir konnten uns das überhaupt nicht vorstellen. Ich hatte noch jemand mit einer Frage hier. Nur ganz kurz, ich hatte gelesen, dass Ihre Mutter auch durch den Tunnel geflüchtet ist, aber Ihr Vater ist dann da geblieben, oder? Nein, mein Vater war 1960 gestorben und meine Mutter hat alleine das Geschäft geführt, auch noch mit meiner Hilfe natürlich. Und meine Mutter ist dann durch den Tunnel gekommen. Wir waren zu viert, vier Studenten, die im Osten am Tunneleingang standen. Vier Westberliner, also ich war in dem Moment ja schon wieder Westberlin, ich war aber erst mal ein Dreivierteljahr im Westen und stand dem Moment wieder im Osten. Das war dem Moment, als ich dort aus dem Tunnel im Osten rauskrabbelte. Ich habe ja da sehr kräftig mitgearbeitet, auch beim Durchstich des Tunnels. Das war schon ein merkwürdiges Gefühl, dass ich auf einmal im Osten stand und guckte, wo sind die nächsten Grenzsoldaten, wo passiert was. Also das war schon. Und in dem Moment kam meine Mutter dann auf dem Tunneleingang hinzu und hat mich Gott sei Dank nicht erkannt. Und ich habe sie runtergelassen. So ging es auch der Freundin von meinem Freund, das ist auch noch eine Geschichte, also zwei kleine kurze Geschichten, bitte, muss ich noch loswerden. Einerseits, als die Freundin über den Hof kam, der Tunneleingang war im Hof eines Grenzhauses. Haben wir hier irgendwo gerade das Bild? Nein, nicht. Doch, hier. Hier sehen wir dieses Hofhäuschen. Das war ein Gebäude an der Straße, das noch frei zugänglich war, also nicht durch die Mauer schon getrennt. Und da mussten die Flüchtlinge, die von der Straße kamen, hier durch das Haus, hier über den Hof und hier ging es dann runter. Und meine Position war hier um diesen Hof, durch den Tunneleingang. Hier sieht man das nochmal. Das war die Bernauer Straße.
hier war die Mauer, hier auf dieser Bernauer Straße war noch Verkehr mit Bussen, alles Mögliche. Das war das Grenzhaus im Westen, hier senkrecht runter und dann nach dem Osten rüber. Gut, das war die eine Situation. Die andere Situation war, als eine Frau auch jetzt nun zum Tunnel kam, war etwas korpulent und hatte ihre Schuhe hier noch an der Seite reingesteckt. Und ich ließ sie in dem Moment in den Tunnel runter. Auf einmal ging nichts mehr. Es ging nichts, kein Licht von unten, nichts mehr. Sie steckte fest. Sie steckte fest und mein Freund, der unten im Tunnel war, der sagte, es war ein Bild für Götter, da kommen ein paar Beine an mit Strumpfhaltern und nichts ging mehr. Es ging nichts vor und nichts zurück. Und das war für uns, die jetzt im Osten war, eine so eine Schrecksekunde, dass wir sagten, das muss jetzt weitergehen. Und die Frau fing an zu jammern und sagte, nur weil ich zu dick bin, komme ich nicht in den Westen. Was habe ich gemacht? Ich bin dann auf die Frau draufgesprungen. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes draufgesprungen. Und dann hat es flopp gemacht und dann war sie durch. So, das war also ganz kurz. Ich glaube, dass wir noch eine Frage da haben. Mit Bezug auf den Propaganda mit den Russen, was waren die Hauptpropagandamethoden von den Russen? Wie hat das funktioniert? Und auch, was für westliche Influenzen hatten sie bekommen? Also, ich weiß, Kinema. Und das war sehr interessant für mich. Ja. Okay, die Situation nochmal habe ich ja geschildert, Sektoren. Im Westsektor gab es Sender, Rundfunksender, im Ostsektor gab es Rundfunksender und jeder hat so seine Propaganda über diese Sender verbreitet. Im Westen gab es den RIAS, den Rundfunk im amerikanischen Sektor, RIAS, SFB, der Sender Freies Berlin und im Osten, du weiß ich gar nicht, habe ich nie gehört. Wir haben im Osten halt immer, also nicht alle, ganz klar nicht alle, aber die westlichen Sender gehört. Und dort wurde berichtet, um Ihre Frage zu kommen, zum Beispiel, wenn irgendwelche Ereignisse, politische Ereignisse waren, wenn bestimmte Prozesse im Osten stattfinden, die nicht publik wurden im Osten. Zum Beispiel Spionageprozesse, teilweise fingierte. Spionageanschuldigungen. Viele sind verurteilt worden zu 20, 25 Jahren Haft, auch Jugendliche. War schlimm gewesen. Das war natürlich im Osten nicht publiziert worden. Das fand im Geheimen statt. Aber diese Möglichkeiten vom Westsektor, Informationen zu verbreiten, war sehr, sehr stark ausgeprägt. Natürlich ab den Anfang der 50er Jahre auch das Fernsehen. Meine Eltern hatten schon 1952, 1953 einen Fernsehapparat im Osten. War auch nicht ganz einfach. Damals waren leistungsstarke Antennen notwendig, die bis oben aufs Dach gelegt werden mussten. Und daran konnte man sehen, das war ein sogenannter Ochsenkopf, die Antenne, die nach dem Westen ausgerichtet worden. Gefährlich, gefährlich. Es gab Situationen, dass vernarrte Jugendliche aus dem Osten auf ein Dach von fremden Häusern gegangen sind und haben die Antennen runtergeholt, damit die Familie, die in diesem Haus sitzt, kein Westfernsehen empfangen kann. Das war einer. Im Osten, die Propaganda war schon in der Schule mit Schulappellen, mit nicht direkt Zwang, aber doch ein gewisser Druck wurde auf uns als Jugendliche ausgebildet, dass man in die jungen Pioniere ging, in die FDJ ging, die Freie Deutsche Jugend. Das war vergleichbar mit den HJ, mit der Hitlerjugend im Hitlerreich. Die Propaganda ging so weit, dass an den Straßen rote Transparente: Der Sozialismus wird siegen, denn andere Informationen verbreitet wurden, dass eben dieses System dem westlichen System überlegen ist. Das war
Man hat sich daran gewöhnt, aber es war trotzdem unangenehm, täglich in solch einer Konfrontation zu leben. Okay. Vielleicht haben wir online eine Frage, Dora, Kollegin Dora. Na, dann mache ich es hier. Jo. Guten Tag. Vielleicht habe ich es missverstanden, aber haben Sie gesagt, dass dass West-Berlin kein Teil der BRD gewesen ist? Richtig. Davon habe ich nie gehört. Okay. Wie ist das die ganze Zeit so gewesen? Also, okay. Bis zur Wiedervereinigung war es eigentlich ein Vermächtestadt. Und die drei Mächte in West-Berlin hatten die juristische Oberhoheit. Es gab natürlich deutsche Institutionen, deutsche Gerichtsbarkeit. Aber die Gesetze, die beschlossen worden sind in Bonn, in Westdeutschland, die mussten extra von diesem Senat in West-Berlin übernommen werden. Wir hatten auch eigene Ausweise, behelfsmäßige Ausweise in West-Berlin. Auch für jede Zone? Ich habe nicht für jede Zone. Also für jede Zone, also Sowjet. Ach so, nein. Also Westdeutschland als eigenständiges Staatsgebilde hat funktioniert, war und hat Gesetze zum Beispiel erlassen. Und diese Gesetze wurden dann in West-Berlin übernommen. Okay. Es war kein Bundesland von der Bundesrepublik. West-Berlin. Ost-Berlin war ein Teil, es wurde okkupiert, würde ich mal sagen, vom Ost-Berliner Senat, dem Magistrat, und war ein Teil der DDR. Das haben die eigentlich eigenmächtig gemacht. Aber von den Alliierten her war das nicht so, juristisch. Danke. Ich glaube, dass wir noch Zeit haben für zwei Fragen. Gibt es noch irgendwo? Jo. Welches Jahr sind Sie nach West-Berlin geflüchtet und wie lange haben Sie die Flucht geplant? Wie lange hat die Flucht gedauert, ja? Oder? Geplant. Geplant, okay. Also geplant habe ich das sofort nach dem Bau der Mauer. Gut. Da habe ich gesagt, ich will hier weg. Zumal nach dem Bau der Mauer das Ostsystem, das Regime im Osten, ein Gesetz rausgebracht haben über die Wehrpflicht. Man musste zum Militär. Das gab es bis dahin nicht. Die ostdeutsche Armee war ein sogenannte Freiwillige. So genannt. Und da wäre ich, mein Jahrgang wäre der erste Jahrgang gewesen, wenn ich zur Armee gemusst hätte. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Aber ich wurde schon noch gemustert. Und durch glückliche Umstände, obwohl ich körperlich gut drauf war, wir hatten in der Familie einen Freund, der war Stabsarzt im Dritten Reich, also zur Hitlerzeit, und der hatte mir Tipp gegeben, wie ich mich bei der Musterung zu verhalten habe. Habe ich das verständlich ausgedrückt? Ich war wehruntauglich. Ich war wehruntauglich. So, und so, das war ein Grund gewesen, weshalb ich sagte, ich möchte hier überhaupt nicht bleiben, in diesem System. Also, und wie lange ich das geplant habe, seit dem Bau der Mauer, und ausgeführt habe ich es 1963. Okay, dann haben wir hier noch eine Frage. Ja, es gibt ja das schöne deutsche Wort Ostalgie. Können Sie frühere DDR-Bürger, andere frühere DDR-Bürger verstehen, die sich nach Ostdeutschland zurücksehen, wie es damals war? Und haben Sie jemals in Ihrem Leben Ihre Flucht auch vielleicht bereut? Danke. Also um die gleiche letzte Frage zu beantworten, also bereut ganz sicherlich nicht. Ich bin froh und ich kann nur jedem sagen, wenn jemand von der Persönlichkeit so strukturiert ist, dass er überzeugt ist, was er dort denkt und macht, dass er dieses Risiko auch ruhig mal ausloten soll und riskieren. Also ich habe es riskiert und meine Freunde haben das auch riskiert. Ist auch keiner irgendwie zurückgegangen und hat auch nie den Wunsch gehabt nach diesem System. Aber um diese Ostalgie, sagt das jemand, kann das jemand beschreiben, Ostalgie? Also die Sehnsucht,
nach dem alten, verloren gegangenen System oder wie soll ich sagen, System oder den Lebensumständen. Also es gibt solche Menschen, natürlich. Es gab auch früher Menschen, die das Hitler-System verehrt haben. Bis in den, weiß ich wie viele Jahren in Deutschland, soll man nicht verschweigen, dass es solche Personen gab. Sowas gibt es heute noch. Und bedauerlicherweise habe ich einen Freund, der mir sogar bei der Flucht geholfen hat, der heute ein Fanatiker von Putin ist. Sowas gibt es. Er sehnt sich nicht nach dieser Zeit zurück. Dafür ist diese Freiheit und diese Möglichkeiten doch zu verlockend und auch der Wohlstand zu verlockend geworden. Aber es gibt viele Menschen, die sich aus anderen Gründen manche zurücksehen. Und zwar das Verständnis der Gesellschaft untereinander, von Freuden, Freundschaften untereinander. Man hat sich geholfen. Es war eine sogenannte Mangelwirtschaft. Also man hatte keine Bananen, man hatte keine Fliesen, um sein Haus schön zu machen. Man hatte nicht den Werkstoff, um schöne Wasserhähne zu installieren. Das beruhte dann darauf, dass man Freundschaften pflegte und der sagte, und du kannst mir jetzt die Fliesen besorgen und ich fliese dir dann dafür dein Bad. Da entstehen Freundschaften, die eine festere Bindung gibt, eine Sozialstruktur, die im Westen größtenteils verloren gegangen ist. Und davon gibt es etliche Leute, die dem nachtrauern. Trauern, naja, gut. Sowas gibt es schon, doch auch heute noch. Ich glaube, dass wir noch Zeit haben für eine letzte Frage. Ich sehe noch eine Hand. Ja. Können Sie vielleicht darauf kommentieren, wie es dann gelaufen ist mit der Wiedervereinigung? Also ich hatte zum Beispiel vor viele Jahre her eine Schwiegermutter und sie wohnte in Ostberlin und sie hat geweint, als die Mauer gefallen ist und ist zu Hause geblieben, weil sie Angst hatte, was wird jetzt passieren? Und was haben die Ostdeutschen bekommen und was haben sie verloren? Schwierige Frage, ich weiß, aber vielleicht ein Kommentar dazu. Ja. Also ich persönlich habe den Fall der Mauer in München erlebt. Meine Frau und ich, wir saßen vorm Fernseher und haben gerade Nachrichten gesehen und dann hieß es, die Mauer ist gefallen. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich muss sofort nach Berlin. Ich muss sofort nach Berlin. Und ich bin am nächsten Tag auch gleich nach Berlin geflogen. Also am 9. November 1989 ist die Mauer gefallen und am 10. November war ich gleich in Berlin und bin auch gleich die Grenze abgelaufen. Muss dazu sagen, ich bin nicht sehr dicht an diese Grenze herangegangen. Aus diesem besagten Tunnel-Engagement war ich im Osten bekannt und war als Staatsfeind dort. Also es gab Fahndungsbriefe an den Grenzstellen, die Grenzkontrollen hatten überall unsere Namen und ich wäre dann sofort verhaftet worden. Also ich bin am 10. November in West-Berlin an Grenzen entlang gegangen und konnte es nicht fassen. Ich konnte es nicht fassen, es ging nicht, dass es in meinen Kopf ging, dass es auf einmal vorbei ist. Es war unvorstellbar. Und es gab Situationen, die ich dort erlebt habe, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Als die Ostberliner dann nach West-Berlin reinkamen, über diesen besagten Sektorengrenzkontrollpunkten, und es stand neben mir auf dem West-Berliner Teil ein Mann mit einem Mantel, unscheinbar, und musterte immer die Menschen, die rüberkamen. Und da kamen natürlich auch Kinder mit Kinderwagen rüber. Und wenn dieser Mann das Gefühl hatte, oh, den Menschen müsse ich helfen, dann ist er hingegangen und hat aus seiner Tasche Geldscheine rausgeholt. Und ja,
Okay, das war also mein Erlebnis, wie die Grenze geöffnet wurde. Ich bin noch nicht nach Ost-Berlin gegangen, wie aus den besagten Gründen. Und meine Anverwandten im Osten, meine Nichten und Neffen, die haben aber auch gleich die Situation versucht zu nutzen, um nach West-Berlin zu kommen. Und wir haben uns leider nicht getroffen. Man konnte sich ja nicht verständigen. Es gab ja keine Telefone. Und Handys oder sowas gab es ja erst recht nicht. Noch nicht mal eine feste Verbindung gab es. Ne? Also nur Briefverkehr. Und es gab Situationen, als ich in West-Berlin war, dass ich dann, da gab es eine Stelle im Rudo im Süden, ein kleiner Berg, da konnte man raufsteigen und konnte nach dem Osten rüberblicken. Und meine Schwester hat dort hinten gestanden und ich stand auf dem Berg und haben dann uns ab und zu mal zugewunken. Und ich habe meine Schwestern zum Beispiel 28 Jahre nicht gesehen. So? Leider sind wir am Ende des Veranstaltung gekommen. Vielen Dank, Herr Holbein, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass Sie heute bei uns sein können. Und ein herzliches Dankeschön geht auch aus unserem technischen Team. Sie können auch unsere Website besuchen oder uns in den sozialen Medien folgen, um zukünftige Veranstaltungen zu entdecken. Wir haben jetzt im Museum auch eine Feedbackwand, an der Sie sich beteiligen können. Vielen Dank an Sie, unserem Publikum, dass Sie uns besuchen werden. Und Dankeschön, Herr Holbein. Ich möchte mal auch.